Das geht sogar einigermaßen zackig. Ja, also, ich hätte die noch ein weiter schräg in die Richtung hier setzen sollen. Dann hätte ich drumherum mehr Platz gehabt und dann hätten wir alle Außendinger hier zu Ducts machen können. Nee, nicht Ducts, Drains. Und dann klappt das so. Aber ich denke mal, wir werden später das ja eh so einstellen, dass wir für jede Metallart einen haben. Oder jedenfalls für die größeren Gruppierungen. Und dann reichen auch zwei. Das heißt, wir können dich jetzt gleich wieder einstellen, dass du bitte wieder Eisen importierst oder exportierst, weil wir brauchen Eisen. Wir brauchen Eisen ganz dringend. Warum ist jetzt gerade kein anderes Dingens da? Und wir haben 120 Eisen, sehr schön. Das Gravel-Eisen ist gerade gar nicht drin gewesen im System. Das ist ein wenig komisch. Du, du, du. Du. Ja, das ist Iron Dust. Und euch schmeißen wir da schon mal rein für später. 320. Das sieht so garstig aus hier mit der Anzeige. So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, warum hier hinten nur das andere Zeug rauskommt. Weil er nur am Dust sieben ist. Das ist okay. Wir brauchen mehr Siebe, mehr Rüttler. Und zwar welche, die nicht im Weg stehen. Was problematisch wird. Das heißt, hier kommt nochmal ein Rüttlersystem hin. Okay. Oak Sieve. Ich glaube, wir hatten sogar schon mal eins gebaut. Da. Dann brauchen wir noch eine Kiste. Dann brauchen wir noch einen Importer von der Kiste. Ruhig einen ganz einfachen. Den Precision bewahre ich mir auch für irgendwann später. Dann brauchen wir noch einen Exporter in den Rüttler. Din, 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 da. Es ist schön, wenn alles vorhanden ist. So. Das ganze Ding könnten wir eigentlich noch einen Ticken weiter in die Ecke schieben. Und dann daneben was bauen. Ich bin gerade wieder in Versuchung, ein bestehendes System, das noch nicht ausgereizt ist und eigentlich arbeiten müsste, umzubauen. Das mache ich jetzt nicht. Ich baue einfach das System neu hier auf. Also hier hinten in der Ecke ist eine Wand. Ich glaube, ich schnapp mir mal das erst produzierte Smooth Stone, stelle daraus Stone Bricks her und setze schon mal die Wand in der Ecke. Und dann baue ich in der Ecke das neue System auf, was ich gerne hätte für die Rüttler. Und dann gucken wir mal. Also Stone. Na, schon ein bisschen was zusammengekommen. So. So. Also, einmal Wand außenrum. Ich hätte mir den Bildersbund auch gleich rausnehmen sollen, aber ich will noch gar keine Wand ganz hochziehen. Ich will einfach nur andeuten, wo später die Wand ist, damit es für mich einfacher ist drüber. Oh oh. Fackel. Drauf, so. Okay, also da ist die Wand. Jetzt brauchen wir hinter der Wand Platz, damit die Rüttler. Das hier ist jetzt mal ein Rüttler. Falsch. Da kommt ein Rüttler hin. Nee, da kommt ein Rüttler hin. Da kommt ein Exporter hin für den Rüttler. Dann kommt da drauf noch ein Rüttler und da drauf noch ein Rüttler. Haben wir drei Rüttler übereinander, die alle befüllt, wobei nur einer befüllt wird. Und das Sieb kommt hier hin. So, das heißt, das rüttelt mittig, das rüttelt nach oben, das rüttelt nach unten. Das heißt, drei Stück rütteln in einem Sieb. Und hier kommt meinetwegen nur das Zeug hin. So, dann kommt da drüber ein. Ne, gar nicht. Dann kommt davon noch so eine Konstruktion hin. Also nochmal drei davon, nochmal ein Sieb hier, nochmal drei davon, nochmal ein Sieb hier. Und dann kommt hier in der Mitte ein Vakuumhopper. Und darauf kommt die Kiste und darauf kommt der Importer. Also wir brauchen nicht für jeden so einen Klopp hier extra einen Vakuumhopper. Das produziert einen unnötigen Lag. Ja, das hört sich so ganz gut an. Baue ich das immer so auf. So.
Das heißt, wir brauchen Autonomous Activators. Ich hoffe mal, wir haben inzwischen genug Diamanten und Co., aber müsste eigentlich der Fall sein. Oh, wir haben sogar schon zwei davon. Ich hätte trotzdem gerne mehr. Auton, da. 1, 2, 3, 4. Was fehlt in der Mitte? Pistons. Komm, wir bauen jetzt ein Stack Pistons. Bitteschön. Und ich hätte gerne noch drei. Was fehlt da jetzt? Kisten. Komm, wir bauen mal ein Stack Kisten. Was? Wir haben schon wieder keinen Planken. Nicht ernsthaft. Holz. Plank, 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 plank. Plank, 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 plank. So, jetzt haben wir genug Planken im System. Dankeschön. Wie viel brauche ich jetzt noch? Bin durch den Wind. 3, 6, 9, noch 2. Und wir haben kein Invar mehr. Ja, Invar könnte auch noch ein Problem werden. Bei Zeiten. Da müssen wir dann die Smeltery oben wieder in Betrieb nehmen. So, jetzt aber. Du. Stehst falsch. Du guckst falsch. So ist richtig. Dim, 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 dim. So ist richtig. Und. Nein. Ich wollte dich drehen. So, die drei gehen jetzt da drauf. Das heißt, ich muss nur noch einstellen, dass du bitte nach oben machst. Rechtsklicken ist richtig. Du machst auf deine Höhe und du machst runter. Das heißt, die drei rütteln jetzt das Ding. Gut. Du rüttelst bitte oben. Du rüttelst bitte Mitte. Du rüttelst bitte unten. Da kommt der nächste Sieb hin. Das nächste Sieb hin. Du stehst falsch. Du rüttelst oben. Du rüttelst Mitte. Du rüttelst unten. So, und da kommt jetzt der Vakuumhopper hin. Da drauf kommt die Kiste. Okay, ich brauche noch einen Vakuumhopper. Vakuumhopper, das ist er ja. Dann eine Kiste. Importe haben wir hier. Exporter brauchen wir noch zwei, richtig? Ja, brauchen wir noch zwei. Porter. Und zwar, also einmal für Gravelzeug, einmal für Sandzeug, einmal für Dustzeug. Und eigentlich auch für Soul Sand, aber später. Da. Was? Ihr fehlt schon wieder. 8 Stück davon. Fünf Stück davon, weil Eisen fehlt. Nein. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Wir haben nämlich jetzt ganz viel falsches Metall hier drin. Ja, molten Aluminium. Und wenn ich jetzt sage, bitte, 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 mach zuerst Eisen, dann sagt er, nö. Nö. Ich habe hier noch ganz viel anderes Zeug, das erstmal eingeschmolzen werden will. Damn. Wir haben wirklich jetzt gar nichts mehr. Iron. Wir haben ein Barren Eisen. Okay. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Irgendwann müsste der hier fertig sein mit dem ganzen Gedöns, wobei ich das mal raushole. Iron or Sand, ja. Also irgendwann... irgendwann wird er damit fertig sein, das abzubauen. Und dann können wir wieder anfangen, Eisen reinzuschmeißen. Wobei das auch gar nicht so schlimm ist, weil wir haben noch gar kein Eisen zurzeit. Das müssen die Dinger erst wieder noch Eisen produzieren. Also nicht so schlimm wie gedacht. Das heißt, du kannst da drauf... Und wir werden später definitiv kein Aluminium- oder Zinnproblem haben. So, Output ist oben. Kiste drauf. Da. Hops.
Importer drauf. Da. Wir brauchen noch einen Anschluss zu den Kabeln da hinten. Oh, türkiser Slime. Komm her, türkiser Slime. Du bist selten, also will ich dich töten. Das gehört sich so als Mensch. Da. Swoosh. Da bist du. Zack. Tada. Ah, es wurde alles inzwischen hier vergrast. Sehr gut. Also könnten wir theoretisch bei den Bienen nochmal reingucken, aber, ne, Samen. 3 Buckets. Nicht so ganz motiviert. So, hier ist alles okay. Können wir ignorieren. Warum bist du aus? Weil wir Strom sparen wollten, ne? Klick. Ich will keinen Strom mehr sparen. Wir haben genug Lava. Runter. Du musst auch noch angeschaltet werden. So. Klick. Jetzt arbeiten die wieder richtig. Ich gucke. Hey, jo. Innerhalb von den 10 Sekunden, wo ich kurz runter und hochgelaufen bin. Puff, alles voll. Sehr schön. Du hast keine Energie. Ach, du hast noch keinen Fluid-Exporter bekommen, ne? Ah, okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Haben wir hier noch Eisen drin? Nö. Warum auch? So. Also du brauchst ein Fluid-Export-Bus und dafür haben wir wieder kein Eisen. Okay. Befüllen wir dich jetzt... Achso, da. Warum kommt da keine Lava an? Die Lava kommt von da hinten ganz regulär. Befüllt das Ding. Befüllt das Ding, befüllt das Ding. Okay, das müsste gar nicht mehr befüllt werden. Warte mal. Da. Hops. Befüllen. So war das nicht geplant. Ich wollte die eigentlich nur wegmachen. Also den Stöpsel da wegmachen. Den da. So, du musst jetzt nicht mehr den großen Tank befüllen. Den großen Tank brauchen wir gar nicht mehr. Weil das Ding hier von einem Fluid Exporter befüllt wird, von dem da. Und der kriegt seinen Lava aus den da hinten. Den ganz da hinten. Gut. Also ich hoffe mal, dass jetzt genug Lava da ankommt. Und ja, es leuchtet. Okay. Guck hoch. Guck. Zip, alle Bäume weg. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir noch einen Dirt dabei? Nö. Okay, dann setzen wir hier Gold Keys. Weil wir dekadent sind. So. Also wir kriegen wieder Rubber. Wir kriegen wieder Rubberholz, das wir verbrennen können. Das war's auch schon. Hauptsache die Maschine läuft, weil jetzt haben wir genug Strom. Und wenn man genug Strom hat, soll man genug Strom auch verbrauchen. Wir sind ja schließlich Menschen und so. Also, es war ein wenig chaotisch am Anfang wegen der Erkenntnis, dass die Plattformen doch 8x8 plus Mitte sind. Also eigentlich 17x17. Nur das haben wir wieder umgebaut alles, dass der Gerogon der Zukunft auch weiß, was er tun soll. Das ist okay. Wir haben das Siebsystem aufgebaut. Wir haben das Lavasystem hinten weiter ausgebaut. Wir haben die Hochöfen kaputt gemacht, indem wir ganz viel Tin und Aluminium reingeschmissen haben. Ja. Also, wir haben gut was geschafft. Und in den nächsten Folgen werde ich... Was werde ich denn mal? Also erstmal wäre es schön, mit dem Energie über das ME-System rauszufinden, wie das funktioniert. Da werde ich mich mal reinlesen und auch über die Kommentare rausfinden, wie das funktioniert. Und dann könnten wir es mit Energieversorgung wesentlich einfacher handhaben und müssten auch nicht zig Tonnen Redstone benutzen, um Redstone-Kabel herzustellen. Ja, also das wäre schick. Dann denke ich mal, können wir demnächst, sobald wir wieder Eisen haben, um die Exporter zu bauen, die Fluid-Exporter, können wir dann, wenn alle Geräte da auch angeschlossen sind mit Fluid-Exportern, dann können wir das Ding hier abreißen. Dann können wir hier die Brücke machen, wir können nach da hinten die Brücke machen und wir können jetzt immer mal wieder zwischendurch uns Steine schnappen und Wände setzen. Wobei ich da jetzt gerade sehe, muss immer tierisch aufpassen wegen Fackeln obendrauf.
Sonst purzeln uns durchgehend Gegner auf den Kopf, was ja auch nicht so schön wäre. Oh. Oder man macht das einfach gleich so. Warum ist hier kein... Stimmt, hier sollte noch was weggerissen werden. Warte, machen wir das so? Dann machen wir dich weg. Dich dahin, dich weg. Und du bist dann die Decke später. So. So. Das ist eine Wand. So, die müssen wir gar nicht wegmachen. Wir können einfach so runterziehen. Da kann nämlich nichts drauf spawnen, weil wir es ja von oben nach unten ziehen. Es gibt keine Fläche zum Spawnen. Aber es sieht wieder komisch aus. Also, ich lasse mir schon was einfallen. Also einfach nur, dass wir zwischendurch unsere Bricks hier verbrauchen. Na komm. Na komm. Du bist doof. Ah. So geht das, okay. Zack, 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 zack. So. Das sieht jetzt noch kranker aus hier unten als vorher. Ein komisches Stein-F, das auf einer Holzplattform im Nichts steht. Gut, gehen wir nicht näher darauf ein. Wir sehen uns gleich wieder.